So, Moment, prüfen ist, läuft die Aufzeichnung tatsächlich? Ja, die Aufzeichnung läuft. Ja, dann darf ich Sie nochmal herzlich begrüßen zu diesem Termin heute Fachdidaktik Informatik 1 zur Professionalisierung. Da müsste man natürlich einiges sagen, aber ich habe nicht so viel gefunden und das möchte ich Ihnen hier näher bringen, was ich gefunden habe. So, was haben wir da im Buch von Humbert? Also nochmal zur Erinnerung, wie üblich, die Namen von einzelnen Autoren und Autorinnen sind einfach nur Marker, welche Referenzen in der Liste der Bücher, in der Liste der verwendeten Quellen in Moodle das jeweils sind. Und Sie sehen, dass Humbert hier vier verschiedene Punkte herausgearbeitet hat, die wir alle der Reihe nach jetzt durchgehen werden. Der nächste Punkt jeweils ist der, der kursiv und unterstrichen ist. So, der Punkt in diesem Satz hier ist sicherlich, dass wir hier einen kleinen Spagat haben zwischen der Fachwissenschaft einerseits und der Pädagogik andererseits, nämlich dass in beiden Bereichen jeweils ethisch-moralisches Selbstverständnis entwickelt wurde und dass das irgendwie zusammengebracht werden muss natürlich in ihrer Tätigkeit als Lehrkräfte. Und das gucken wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Wie Sie das dann verwenden, ob Sie das nur im Hinterkopf behalten und sich hoffentlich davon leiten lassen oder ob Sie das tatsächlich dann auch an die Schülerinnen und Schüler explizit kommunizieren, das müssen Sie natürlich im Alltag entscheiden. So, auf der einen Seite Informatik. Es gibt eine Gesellschaft für Informatik in Deutschland und diese Gesellschaft, das hat jetzt gar nicht speziell mit Schule, auch nicht mit unbedingt mit Hochschule zu tun, sondern umfasst auch, hat auch den Anspruch, den ganzen industriewirtschaftlichen Bereich, alles, was mit Informatik zu tun hat in Deutschland, abzudecken, hat auch keine Konkurrenz in dem Sinne in Deutschland, sodass man das vielleicht auch sagen kann, das ist ein wichtiger Ansprechpartner. Und die Gesellschaft Informatik gibt auch Empfehlungen für alle möglichen Dinge heraus. In unserem Bereich durchaus auch Empfehlungen für Curricula in Schulen und Hochschulen und so auch ethische Leitlinien. Das sind aber jetzt nicht ethische Leitlinien für Schulen oder Hochschulen, für Studium und Lehre, sondern für Arbeit mit Informatik allgemein. Diese Leitlinien gehen wir kurz gleich durch. Und was Pädagogik angeht, da werden Sie hoffentlich ja auch in anderen Lehrveranstaltungen, die nicht speziell mit Informatik zu tun haben, einiges davon sehen oder hören. Ich möchte hier nur beispielhaft auf den Sokratischen Eid für eine prominente Quelle im deutschsprachigen Raum eingehen. So, die ethischen Leitlinien der Gesellschaft für Informatik. Das sind ein Dutzend Punkte. Ich gehe der Reihenfolge nach durch. Und was zum Beispiel interessant ist, ist, dass der erste Punkt gar nichts mit Ethik im engeren Sinne zu tun hat, sondern Aneignung und ständige Verbesserung der eigenen Fachkompetenz. Gehen wir mal weiter. Das bleibt nämlich der Eindruck. Der nächste Punkt ist die Sachkompetenz und kommunikative Kompetenz. Was heißt Fachkompetenz und Sachkompetenz? Fachkompetenz heißt salopp gesagt, wie gut Sie Informatik beherrschen. Sachkompetenz, jetzt denken Sie eben nicht an Schulen oder Hochschulen, nicht an Lehre, sondern denken Sie an die Tätigkeit von Informatikern und Informatikerinnen irgendwo in der Industrie. Sachkompetenz heißt dann eher in die Richtung, alles, was außerhalb der Informatik ist, also das Anwendungsgebiet, in dem Sie da Ihre Informatiktätigkeiten betreiben. Und dritter Punkt, juristische Kompetenz. Das heißt, die ersten drei Punkte haben zunächst einmal mit Ethik im engeren Sinne oder gar mit Moral nicht direkt was zu tun. Aber wenn Sie sich überlegen, dass problematische Konsequenzen von Informatik, ja, häufig gar nicht durch unethisches Verhalten entstehen, sondern einfach dadurch, dass genau das eben fehlt, was in diesen ersten drei Punkten passiert, dann ist das vielleicht, dann zeigt sich, dass das auch diese drei Punkte haben eine ethisch-moralische Dimension, weil die Konsequenzen, wenn man diese drei Punkte nicht wirklich ausreichend mitbringt, die Konsequenzen sind halt häufig sehr, sehr hoch.
wenn man so will, unethische Konsequenzen. Ja, regelmäßig Verlust hoher Sachwerte oder zum Beispiel, das kennen Sie ja, Veröffentlichung von vertraulichen Daten, personenbezogenen Daten, manchmal auch Konsequenzen für Gesundheit oder Leben einzelner Menschen. So, wir gehen die jetzt alle durch. Also, das waren jetzt noch nicht ganz der Punkt 3. Ich habe den Punkt 3, die dritte ethische Leitlinie, aufgeschlüsselt in zwei einzelne Punkte, weil ich denke, dass das eigentlich auch nicht schlecht ist, das so zu gruppieren. Was Sie hier sehen, Punkt 1, Punkt 2 und die Hälfte von Punkt 3 sind eben Sachen, die nicht in erster Linie die Kompetenzen sind Kompetenzen. Es sind Handlungsanweisungen in dem Sinne, dass man Kompetenzen erwerben soll. Und der zweite Teil von Punkt 3 ist eine andere Anforderung. Es gibt noch, ich hatte ja gesagt, es sind 12 ethische Leitlinien. Die 12., ich denke, die können wir hier auslassen, die betrifft in erster Linie die Gesellschaft für Informatik selbst. Gut, das hatte ich eben schon vorweggenommen. Das ist ja das, wenn mir der Begriff Sünde gestattet ist, das ist ja das, was eigentlich die gefährlichste Sünde ist. Und zu dem Punkt hatte ich mich beim letzten Mal auch schon geäußert, dass meiner Meinung nach die Tatsache, dass Ethik einen so breiten Raum einnimmt, dass das ist meine Meinung jetzt, dass das ein deutliches Zeichen dafür ist, dass die Gesellschaft ihre Hausaufgaben nicht gemacht hat, nämlich ethische Bedenken in Rechtsetzung umzusetzen, in Gesetze, Verordnungen, Rechtsprechung und so weiter, sodass die Praktiker, also Leute wie Informatiker, Mediziner und so weiter, dass die etwas an der Hand haben, um zu wissen, dass die einen Rahmen vorgegeben haben, um zu wissen, wie sie sich in diesem Rahmen bewegen können, ohne immer mit einem Bein im Gefängnis zu stehen. Ja, ich finde das sehr problematisch, dass hier dieser Schritt häufig nicht getan wird und wir, auch Sie in der Schule, dann mit ethischen Fragen alleingelassen werden, ohne eben klare Vorgaben der Gesellschaft, der Politik oder des Schulrektorats, was damit jetzt gemeint ist, ja, so dass sie dann am Ende sozusagen immer Schuld haben. Ja, ich habe das Beispiel der Triage genommen im medizinischen Bereich. Der Begriff ist ja inzwischen durch Covid bekannt und berüchtigt. Ja, da wird schon so viel in der Ethik diskutiert um das Thema, aber zumindest in Deutschland, die Mediziner sind immer noch da in einer völligen Grauzone, egal wem sie jetzt den Platz auf der Intensivstation geben. Die Angehörigen von dem der Platz nicht gegeben wurde, der deshalb gestorben ist, können sie verklagen auf sowas wie Totschlag oder Körperverletzung mit Todesfolge. Und es ist völlig unklar, wie ein Gericht dann entscheiden wird, weil das da keine vernünftige Rechtsetzung bisher gibt. Gut. Müssen sich klar darüber sein, was diese Kompetenzen, die Fachkompetenzen, die Sachkompetenzen und die juristischen Kompetenzen alles beinhaltet. Ja? Sie haben vielleicht im Curriculum wenig bis gar nichts mit Betriebssicherheit zu tun, aber natürlich müssen Sie in irgendeiner Form mit Betriebssicherheit, zum Beispiel, dass eben keine Daten öffentlich stehen, die nicht öffentlich sein sollen, keine personenbezogenen Daten beispielsweise, oder auch diesen Punkt, selbst wenn Sie nicht in der undankbaren Rolle sind, dass Sie das Schulsystem mehr oder weniger mitadministrieren oder ganz administrieren müssen, ist das natürlich auch ein Thema, was Sie immer mitbedenken müssen bei allem, was Sie tun, egal ob Sie jetzt mit Schülern und Schülern kommunizieren oder mit dem System arbeiten. Und die Anforderung ist dann schon, dass man dann immer sich auf dem neuesten Stand hält
damit eben keine Fehler im Umgang mit dem System passieren. Denn das System in 5 Jahren wird vielleicht ein ganz anderes sein, mit ganz anderen Anforderungen im Bereich Safety und Security als das heutige System. Ja, das brauchen wir, glaube ich, nicht zu sagen. Das ist klar. Ergibt sich eben das Fehlen von Kompetenzen auch in diesen Bereichen, auch wenn Sie in der Informatik gar nicht in diesem Bereich arbeiten, auch wenn Sie nichts darin forschen oder lehren, dass es trotzdem für alle Leute, die in Informatik arbeiten, auch für die, die in Schulen arbeiten, natürlich ein gewichtiges ethisches Problem ist. Ja, eine Querschnittsfunktionalität, von der alle Informatiker und Informatikerinnen ausreichend Kompetenzen haben müssen. So, Punkt 4 ist jetzt wieder typisch eher ethisch, die eigene Urteilsfähigkeit entwickeln, kritisch hinterfragen, die Grenzen der eigenen Urteilsfähigkeit erkennen. Als Absolventen, Absolventinnen der Informatik sind Sie ja damit vertraut, dass es Grenzen der Machbarkeit gibt, ja, Berechenbarkeit, Komplexität, das hat zwar natürlich nichts mit Ethik zu tun, aber führt Ihnen deutlich vor Augen, dass es einfach Grenzen der Machbarkeit, Grenzen des Geistes gibt, was halt in anderen Fachdisziplinen gar nicht so überhaupt vorkommt, überhaupt so in diesem Sinne thematisiert wird. Da haben Sie vielleicht einen gewissen Vorsprung, dass Sie da ein gewisses Hintergrundwissen haben, dass man eben, wie gesagt, nicht alles machen kann, dass es Grenzen gibt. Ja, das scheint wohl gemeint zu sein damit. Jetzt komme ich zur zweiten Hälfte von Punkt 3. Die Punkte 1 und 2 und die erste Hälfte von Punkt 3 hatten wir ja am Anfang abgehandelt. Da geht es um Kompetenzen, um den Erwerb. Also die ethische Forderung ist, Kompetenzen zu erwerben. Und Punkt 3 war konkret, juristische Kompetenzen zu erwerben. Jetzt die zweite Hälfte von Punkt 3 ist nicht mehr Erwerb von Kompetenzen, sondern mitzuwirken an solchen rechtlichen Regelungen. Das betrifft sicherlich nur eine kleine Minderheit von Informatikern und Informatikerinnen, weil einfach nicht so viel Bedarf daran ist, an Mitwirkung. Aber dass man sozusagen prinzipiell dazu bereit ist und vielleicht auch, wenn man jemanden kennt, der daran etwas mitwirkt, dass man dem vielleicht auch mal Input gibt und so weiter. 4 hatten wir, glaube ich, schon. 5 für sozialverträgliche Arbeitsbedingungen einsetzen. Ja, wenn Sie Arbeitnehmer oder selbstständig sind, wird Ihnen das sowieso automatisch ein Anliegen sein. Wenn Sie eher in einer Chefrolle sind, dann ist das sozusagen eine ethische Anforderung, die über den Eigennutz hinausgeht. Und dementsprechend eine Stufe höher mit Organisationsstrukturen. Und diese Punkte habe ich zusammengefasst, die zweite Hälfte von 3 und die Punkte 5 und 6, weil ich denke, dass man dafür eine gute Überschrift geben kann. Die Punkte 1 und 2 und die erste Hälfte von 3 hatten halt die Überschrift bei mir Kompetenzerwerb. Und das, denke ich, ist eine geeignete Überschrift für die zweite Hälfte von 3 und für die Punkte 5 und 6. So, jetzt kommen wir mal tatsächlich auch mal auf Spezialfälle, speziell Informatiklehrende. Ich glaube, ich brauche zu diesem Punkt nichts weiter zu sagen. Es gibt ja in den Curricula sowohl von Oberstufe Gymnasium als auch von berufliche Schule auch das Thema Informatik und Gesellschaft. Und da ist es natürlich noch mal besonders möglich, darauf hinzuwirken, in anderen Bereichen Fähigkeit zum kritischen Denken befördern, naja, oder auch selbstkritischem Denken nicht. Da wird man sicherlich, was selbstkritisches Denken angeht, sagen können, der alltägliche Kampf mit dem Compiler sollte schon zumindest einen Einblick geben, wieder in die Begrenztheit des eigenen Geistes, der eigenen Urteilsfähigkeit. Gut, Lernende, im Moment sind Sie ja
eher lernen, also hier an der TU eher Lernende, in Schulen vielleicht auch Lehrende. Also sie sehen in ihrer Eigenschaft, in der sie jetzt hier gerade in dieser Vorlesung sitzen oder sich die Aufzeichnung ansehen, auch in dieser Eigenschaft sehen sie sich konfrontiert mit einer ethischen Leitlinie, nämlich nicht natürlich, dass sie hier Fähigkeit zum kritischen Denken befördern sollen, sondern dass sie das einfordern. Also diese ethische Leitlinie, die Nummer 7, sagt Ihnen, Sie sollen sich Gedanken darüber machen, ob der Weihe hier ausreichend die Fähigkeit zum kritischen Denken befördert und so weiter und so fort. Betrifft natürlich nicht nur die Fachdidaktik 1, sondern auch die anderen Lehrveranstaltungen, wo Sie mich potenziell sehen, die FOP und auch irgendwas anderes noch in der Fachdidaktik vielleicht, sich da Gedanken zu machen und das dann auch entsprechend explizit einzufordern. Ich bin gespannt. So, Punkt 7 ist natürlich besonders relevant für Lehrkräfte, steht ja schon da, speziell für Lehrende und Lernende. So, Punkt 8 könnte Sie betreffen, wenn Sie zum Beispiel in einer Abschlussarbeit, sei es in einer Bachelor- oder Master-Thesis im lernberuflichen Schulen oder sei es in einer Staatsexamen, in der wissenschaftlichen Hausarbeit, im Staatsexamen, Lerngymnasium, wenn Sie da tatsächlich wissenschaftlich arbeiten, vielleicht sogar richtig eigenständig eine kleine Forschungsarbeit daraus machen, dann betrifft sie natürlich auch dieser Punkt hier, der allgemein die Forschung betrifft, nicht? Transparenter Umgang mit Kritik, ja, dass man halt Kritik an ihrer wissenschaftlichen Arbeit, dass sie nicht versuchen, das unter der Decke zu halten, sondern dass sie möglichst in dem öffentlichen Rahmen, in dem die Kritik geäußert wurde, auch dann darauf eingehen. Interessenkonflikte, das haben Sie natürlich auch in der Informatik, aber Sie haben es beispielsweise ja allgemein bekannt in Bereichen wie Medizin, Pharmazie, dass die Forschung häufig auch finanziert wird von Unternehmen oder anderen Geldgebern, die auch ein Eigeninteresse haben. Und daraus ergeben sich natürlich Interessenkonflikte und in vielen Bereichen durchaus auch, zu meiner Freude, auch in der Fachdidaktik Informatik international, ist es so, dass man die Pflicht hat, wenn man etwas veröffentlicht, beispielsweise in einer wissenschaftlichen Zeitschrift, dass es zur Publikation dazugehört, die etwaige Interessenkonflikte offenzulegen oder eben mitzuteilen, dass es keine Interessenkonflikte nach den und den vorgegebenen Regeln gibt. Die Auswirkungen der eigenen wissenschaftlichen Arbeit thematisieren. Naja, je näher Sie angewandt arbeiten, umso mehr können Sie natürlich sich Gedanken über die Auswirkungen machen. Wenn Sie an einem Sortieralgorithmus arbeiten, ist es schwierig, sich Gedanken darüber zu machen, dass dieser Sortieralgorithmus beispielsweise auch im militärischen Bereich eingesetzt werden kann. Das ist einfach viel zu weit weg von der Anwendung, nicht? Aber wenn Sie ganz konkret an Steuerungssoftware für ballistische Atomraketen arbeiten beispielsweise, dann sind Sie sehr nah dran und können sich sehr viel fundierter Gedanken machen. Den letzten Punkt finde ich ganz interessant, Grenzen der Wissenschaft verständlich machen. Da sind Sie natürlich auch, wenn Sie in der Wissenschaft arbeiten, sind Sie natürlich in einem Interessenkonflikt, denn Sie möchten ja, dass die Wissenschaft, dass Sie als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin gut dastehen, auch vielleicht weiterhin Fördermittel kriegen, vielleicht auch mal einen Zeitungsartikel über Sie und so weiter. Und da sind, wenn man die Grenzen der Wissenschaft, wenn man darauf hinweist, dass die Wissenschaft Grenzen hat, ist das natürlich für diese Zielsetzung ein bisschen kontraproduktiv. So, die letzten Punkte. Also dieser Punkt nochmal, was ich eingangs sagte, für Sie relevant bei Examensabschlussarbeiten. Neunter Punkt, ja. Das geht natürlich weit über die Informatik jetzt hinaus. Ein allgemeines ethisches Mandat. Vielleicht hier interessanter Punkt auch gegen Auftraggebende. Also
Sie sind natürlich immer, wenn Sie Auftragnehmer oder Auftragnehmerin sind, dann sind Sie natürlich immer in, oder je nachdem, wie die Marktsituation ist, kann es sein, dass Sie in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis sind, dass Sie diesen Auftrag unbedingt brauchen. Wenn Sie den verlieren, dass Sie dann in Probleme kommen persönlich mit Ihren Finanzen. Dementsprechend ist es natürlich je nach Situation eine unterschiedliche harte Anforderung, die an Sie gestellt wird oder an mich natürlich genauso. Auch gegen Auftraggebende aufzutreten, in geeigneter Form aufzutreten, was nicht unbedingt Whistleblowing heißen muss, sondern in zielführender Form aufzutreten, was beispielsweise auch heißen kann, mit den Auftraggebenden zu sprechen oder gegebenenfalls, wenn es in den strafrechtlich oder zivilrechtlich relevanten Bereich kommt oder wenn es im strafrechtlich relevanten Bereich kommt, dann vielleicht auch Polizei oder Staatsanwaltschaft zu verständigen. Gut, 10 bis 11 bleibt noch, das kommt noch. Also hier ist der Punkt eben. Da, wo wir die Grauzone haben, wo es noch keine Rechtsetzung gibt. Gut, 10 betrifft IT-Systeme, betrifft aber natürlich in erster Linie diejenigen, die IT-Systeme entwerfen, erstellen, zum Einsatz bringen und dann auch weiterentwickeln, nicht? Interessanter Punkt, der häufig tatsächlich auch kann ich aus eigener Anschauung sagen, der häufig auch vergessen wird, einfach vergessen wird. Nämlich, dass Sie, wenn Sie Software bauen für Nutzer und Nutzerinnen, dass Sie nach Möglichkeit diese Nutzer und Nutzerinnen einbinden, damit Sie wissen, wie Sie die Software gestalten müssen, wie Sie beispielsweise die grafische Benutzeroberfläche gestalten müssen, damit diese Nutzer und Nutzerinnen da vernünftig mit klarkommen. Hier steht noch mal der Punkt in 10 dazu. Also 10 besteht auch wieder aus zwei Teilen. Erstens der eingegrenzte Teil IT-Systeme und zweitens dieser allgemeine Teil, der natürlich auch wieder weit über die Informatik hinausgeht. So, da sind wir mit den ethischen Leitlinien der Gesellschaft für Informatik auch schon durch. Mehr möchte ich jetzt auch nicht über ethische, moralische Vorstellungen, Leitlinien aus der Fachwissenschaft Informatik hier ansprechen. Internationale oder amerikanische beispielsweise Fachgesellschaften haben natürlich auch ihre ethischen Leitlinien. Und wenn es konkret beispielsweise um Forschung, um Wissenschaft geht, hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft ethische Leitlinien, die von vielen anderen auch übernommen werden. Ich möchte dann auf die zweite Seite vom Spagat kommen, nämlich ethisch-moralische Grundsätze in der Pädagogik. Und ich hatte ja schon eingangs gesagt, da möchte ich auch nicht allzu viel dazu sagen. Eigentlich sollten Sie das in anderen Lehrveranstaltungen ja zur Genüge mitbekommen, hoffe ich mal. Sondern hier jetzt nur diesen einen Punkt stellvertretend für anderes, aber es ist nun mal der meines Wissens prominenteste Punkt, mit Abstand prominenteste, die prominentesten Überlegungen dazu im deutschsprachigen Raum. Das sind wieder, wie eben ja auch bei den ethischen Leitlinien der GI, ein Katalog von Selbstverpflichtungen, sind von einem Professor Hartmut von Hentig 1992 aufgestellt worden. Da ist allerdings etwas zur Person von Hentig zu sagen. Wenn Sie irgendwo diesen Namen nachschlagen, vielleicht in der deutschsprachigen Wikipedia, in diesem Fall deutschsprachige, nicht englischsprachige Wikipedia, dann werden Sie sehen, dass er verwickelt war in einen Skandal, in einen sehr großen Skandal von Kindesmissbrauch, von sexuellem und anderem Missbrauch von Schutzbefohlenen, nicht weit von hier, geografisch nicht weit von hier, in Heppenheim, wie hieß der Ortsteil? Oberhambach. Da gab es eine inzwischen
aufgrund dieses Skandals geschlossene eine Schule, die mit der der Herr von Hentig intensiv verbunden war. Eigentlich war er immer, da gibt es das schöne alte Wort Doyen, also so ein führender Mensch in diesem Bereich. Aber ist da, also er war unseres, nach dem, was ich darüber gelesen, gehört habe, war er nicht wirklich beteiligt, aber er war halt da, steckte halt da irgendwo mittendrin. Und ich möchte hier das tun, was im MINT-Bereich, ja, wie Sie ja wissen, immer ganz logisch ist. Immer das Grundlegende ist, dass die Personen und die Ergebnisse oder das Wirken, wenn man so will, möglichst getrennt voneinander sind. Ja, wenn Sie irgendwelche in der Mathematik beispielsweise oder in der Physik irgendwelche Newtonschen Regeln oder irgendwas betrachten, dann ist es ja auch irrelevant, was für eine Persönlichkeit der Isaac Newton war. Das war jetzt vielleicht ein schlechter Vergleich, weil der natürlich in keinen Skandal meines Wissens verwickelt war, aber Sie verstehen, was ich meine. Wir kommen jetzt zu diesen einzelnen Leitlinien und Sie sehen, dass das schon mehr auf Kinder- als auf Erwachsenenbildung hingeht, aber das lässt sich ja durchaus auch zu einem gewissen Teil adaptieren. Ich habe mich entschieden, hier, auch wenn es sehr stark auf das Kindesalter abhebt, da diesen sokratischen Eid doch hier entsprechend so, wie er formuliert ist, hier zu bringen. Vielleicht noch mal ganz kurz, bevor ich das vergesse, wieso sokratischer Eid? Das ist natürlich in Anlehnung an den hippokratischen Eid in der Medizin. Ja. Gut, Eigenheit wahren und verteidigen. Ja, wenn Sie in einem anderen Fach in den unteren Klassen des Gymnasiums oder vergleichbarer weiterführender Schulen arbeiten, dann oder vielleicht landen Sie ja auch durch Fachkräftemangel dann gar nicht in weiterführenden Schulen, sondern sogar in der Grundschule oder Förderschule oder so etwas. Heutzutage weiß man ja nie. Dann sind das natürlich wichtige Punkte. Auch die körperliche Unversehrtheit muss man ja leider inzwischen durchaus sagen. In manchen Brennpunktschulen ist das Thema körperliche Unversehrtheit nicht mehr selbstverständlich. Der Herr von Hentig meinte sicherlich was anderes als das, was man manchmal aus Brennpunktschulen liest. Er meinte sicherlich eher so Sachen wie Prügelstrafe. Ja gut, aber wenn Sie ein Auge drauf haben, dass auch die Heranwachsenden vielleicht auch nicht übergriffig zueinander werden, sei es auch auf dem Schulweg, und Sie davon irgendwie mitkriegen, dann gehört das natürlich auch nach dem sokratischen Eid zu Ihren Aufgaben. Ja, auf seine Regungen achten, zuhören, ernst nehmen. Ernst nehmen ist sicherlich etwas, was man ernst nehmen sollte. Nicht verächtlich machen, nicht geringschätzig, nicht abtun als irgendwas Unwichtiges, ist ja nur ein Kind oder ist ja nur ein Schüler oder eine Schülerin. Zustimmung suchen wie bei Erwachsenen, das wird sicherlich insbesondere in Ihrem Bereich Gymnasium, beruflichen Schulen, weil wir ja schon fast von Erwachsenen, von Heranwachsenden reden, sicherlich nochmal sogar wichtiger sein als bei kleinen Kindern. Das Gesetz seiner Entwicklung zum Guten auslegen, also nach meinem Verständnis heißt das, nicht immer das Böse im Kind oder im Heranwachsenden sehen, sondern versuchen zu interpretieren, wenn ein Kind oder ein Schüler, eine Schülerin vielleicht ein bisschen aufsässig ist, das nicht gleich als ein Teufelsbraten anzusehen, sondern zu versuchen, das als Teil der Entwicklung, als vielleicht sogar notwendigen Teil der Entwicklung, beziehungsweise als nachvollziehbare Reaktion auf irgendetwas auszulegen. Anlagen herausfordern und fördern, da sind Sie natürlich als Fachlehrkräfte im Gymnasium und in den beruflichen Schulen gefordert. Welchen schützen und ihm beistehen? Ja,
haben sie natürlich im Schulalltag auch, dass Kinder gemobbt werden oder auch Heranwachsende im Pubertätsalter. Das ist ja nun mal nichts, leider nichts ganz Seltenes. Da ergibt sich sofort ein Anknüpfungspunkt zu diesem sokratischen Eid. Ja, diese Sachen, die ich hier zusammengesammelt habe, als dieser ersten Folie würde ich unter die Überschrift stellen, schützen und begleiten. Ihm helfen, seinen Willen in die Herrschaft seiner Vernunft zu nehmen. Ja, also dass Kinder oder Jugendliche davon abgehalten werden, auszurasten, sondern lernen, sich zu kontrollieren. So, solche Sachen würde ich darunter verstehen. Sehen auch hier wieder, es ist durchaus Interpretationssache teilweise. Es gibt sicherlich noch eine ganze Menge Literatur auch von ihm selber dazu, wie das gemeint ist. Da können wir jetzt aber nicht vertieft eingehen in dieser Lehrveranstaltung. Die Kunst der Verständigung und des Verstehens, ja, natürlich. Also Verständigung ist natürlich etwas Wichtiges, dass die Schülerinnen und Schüler nicht nur lernen zu verstehen, was die Lehrkraft an die Tafel geschrieben hat, sondern eben auch sich selber verständigt, selber beispielsweise artikuliert, Fragen artikulieren kann, wenn der Schüler, die Schülerin etwas nicht verstanden hat. Für Verantwortung der Gemeinschaft bereit machen, das korrespondiert natürlich mit den ethischen Leitlinien der Gesellschaft für Informatik auch wieder, die entsprechenden Leitlinien, ohne es der Welt zu unterwerfen. Ja, also ohne Drill oder so etwas, nicht? Ich meine, die Leute, wir haben von Anfang der 90er Jahre gesprochen, wo diese Leitlinien formuliert worden sind. Ja, die Leute damals haben natürlich noch eine ganz andere Situation erlebt, entweder selber durchlitten oder zumindest als Zeitzeugen, ja, in der Nazi-Zeit. Viele im Jahr 1992, wenn Sie das mal zurückrechnen, viele Leute waren noch aktiv im Berufsleben, die die Nazi-Zeit bewusst miterlebt haben. Dann war die DDR auch erst 2 bis 3 Jahre, je nachdem, welchen Zeitpunkt man rechnet. Geschichte, ja, auch da haben viele erlebt, aus eigenem Erleben eben erlebt, was es heißt, der Welt und damit eben in dem Fall dem System unterworfen zu sein. Ich denke, dass das der Hintergrund ist von dieser Formulierung. Was und wie das gemeinte gute Leben ist. Ja, ich denke, das kann man, das glaube ich, ich glaube nicht, dass man da jetzt eine präzise Interpretation in diesen Satz reinbringen kann und sollte, sondern dass man diesen Satz einfach so stehen lassen sollte in der vollen Breite, wie man ihn interpretieren kann. Eine Vision von der besseren Welt geben und Zuversicht, dass sie auch erreichbar ist. Ja, damals wird man, im Jahr 1992 wird man bei der besseren Welt eher daran gedacht haben, eine Welt ohne Kriege, eine Welt ohne Hungersnöte, und Ähnliches. Das war sicherlich damals die Vision. Heute reden wir sicherlich eher bei Visionen, vor allem erst einmal zum Thema Umweltschutz, Klimawandel und so weiter, nicht? Zuversicht geben, dass sie auch erreichbar ist, ist natürlich immer etwas schwieriger, denn dass es nicht leicht erreichbar ist, ist ja nun mal allgemein bekannt. Und dass es auch kein Selbstläufer ist, dass es nicht selbstverständlich ist, dass die Visionen erreichbar sind, ist ja auch allgemein bekannt. So, und hier diese Punkte, hier habe ich die Punkte auf dieser Folie zusammengefasst, von denen ich denke, dass sie gut unter diese gemeinsame Überschrift passen. Also Sie sehen, die Aufbereitung auch bei der Gesellschaft Informatik, bei den ethischen Leitlinien, versucht so ein bisschen hierarchisch zu strukturieren. Gut, wahrhaft, nicht die Wahrheit, das ist ein interessanter Punkt. Nicht die Wahrheit, sondern die Wahrhaftigkeit. Ja, das ist etwas, was vielleicht man vielleicht heute nicht mehr so sofort versteht, der Unterschied zwischen Wahrhaftigkeit und Wahrheit. Wahrhaftigkeit würde ich sagen, das ehrliche, seriöse Bemühen um Wahrheit in dem Bewusstsein, dass man eben, was hier steht, die Wahrheit nicht niemals ganz erreichen wird. Da hatte ich gleich, als ich das gelesen hatte,
Zwei spontane Assoziationen. Ein Zitat, ein bekanntes Zitat von Theodor Fontane. Dann das, das ich einfach hier stehen lassen möchte, ohne das Ganze auch zu bewerten, ja, ohne jetzt eine eigene Meinung dazu zu äußern, sondern ich denke, dass das gut damit zusammenpasst und auch mit diesem noch prägnanteren Ausspruch von André Gide. Ja, wobei ich vielleicht doch eine Meinung dazu äußern will. Also ich bin positiv der Meinung. Also ich schließe mich dem, was Theodor Fontane und André Gide hier sagen, prinzipiell an. So, Selbstvorleben, ja, begrenzte Gaben. Ja, die Menschheit an sich hat begrenzte Gaben. Das wissen Sie ja aus Themen wie Berechenbarkeit und Komplexität, beispielhaft. Und natürlich hat jeder einzelne Mensch begrenzte Gaben, die nicht beliebig gesteigert werden können. Die immer gegebene Schuld, ja, dass man nie ganz ausweichen kann, dass man auch Schuld auf sich lädt. Da kommt vielleicht noch ein bisschen religiöse Sichtweise in dieser Formulierung mit hinein. Ja, gut, das brauche ich, glaube ich, nicht weiter zu kommentieren. Wie gesagt, da, also in den 80er Jahren waren durchaus so Themen wie Umweltverschmutzung, Bodenerosion, Wasserknappheit, auch damals schon, Artensterben, Abholzung der Urwälder und so weiter Themen. In den 90er Jahren, nach meiner Erinnerung, dann eben mehr wieder, da war es auf einmal denkbar, nachdem die Aufteilung der Welt in zwei Blöcke, Westen und Osten plus die Blockfreien, nachdem diese Aufteilung überwunden wurde, war es plötzlich denkbar, war es plötzlich eine Vision, dass es eine Welt ohne Kriege und alles geben kann. War allerdings schnell wieder zu Ende in Europa durch den Jugoslawien-Konflikt. Der hat dann doch für große Ernüchterung gesorgt und wie Sie ja nun mal wissen, ist diese Vision weit weg davon, heutzutage wahr geworden zu sein. Öffentlichen Begründung und der Kritik aussetzen, eigene Urteile gewissenhaft prüfen. Also das ist sicherlich der Kern von nach meinem Dafürhalten, der Kern von wissenschaftlicher Arbeit überhaupt. Ja, eigentlich das, warum wir hier an einer wissenschaftlichen Einrichtung sind und nicht anderswo an einer rein professionellen Einrichtung. Und das ist meine Meinung. Das ist auch ein interessanter Punkt. Also im Kern wird ja gefordert, wenn Sie verbeamtet sein werden, was viele von Ihnen ja dann sein werden, im Prinzip dann auch bereit sein, wenn es hart auf hart kommt, den Beamtenstatus für Ihr eigenes Gewissen zu gefährden, was natürlich etwas ist, eine Fähigkeit ist, die nur wenigen gegeben ist. Ja, Sie können das ja durchaus in der Geschichte zurückzuverfolgen, wie wenige Menschen bereit sind, für ihr Gewissen viel zu riskieren. Ja, bereit sein, sich an obigen Maßnahmen messen zu lassen, ist dann eigentlich nur die logische Konsequenz. Gut, damit haben wir das Thema Berufsethos abgeschlossen. Jetzt kommen wir zu Kompetenzen. Wäre eigentlich ein gigantisches Thema, Kompetenzen. Aber eigentlich wird es ja überall in ihrer Lehrkräfteausbildung hier an der TU Darmstadt und bei den Schulbesuchen und so weiter ja überall thematisiert, sodass also jetzt bei allgemeiner Reflexion hier in diesem Buch nicht so viel dazu zu sagen ist. Ich gehe mal von einer anderen Quelle aus, nämlich Kompetenz im Sinne der Pädagogik im Wikipedia-Artikel, wo ich finde, dass das, also generell muss ich sagen, meine Erfahrung mit der Wikipedia, auch mit der deutschsprachigen, ist so, dass sie sehr hilfreich ist, dass sie die Dinge häufig auf den Punkt bringt, dass ich Schwierigkeiten habe oder unlösbare Schwierigkeiten teilweise auch habe, damit die begriffliche, vernünftige, klare, präzise, operationalisierbare, unmissverständliche
Definitionen von Begrifflichkeiten in Fachliteratur zu finden. Häufig ein und derselbe Begriff in verschiedenem, sogar im selben Buch oder sogar im selben Kapitel, offensichtlich unterschiedlich benutzt, leicht unterschiedlich benutzt, sodass man den Begriff nicht wirklich festnageln kann. Aber natürlich auch umgekehrt, dass verschiedene Autoren, Autorinnen oder sogar manchmal derselbe Autor, dieselbe Autorin unterschiedliche Begriffe für dasselbe verwendet. Ja, also ich persönlich habe eine, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, eine bessere Meinung von der Wikipedia als viele andere oder ob ich sagen soll, eine schlechtere Meinung von den Alternativen als viele andere sie haben. So, kommen wir jetzt also zu diesem Artikel zurück. Kompetenz ist ein interessanter Punkt. Was sind eigentlich Kompetenzen, nicht? Leistungsvoraussetzungen sind Voraussetzungen dafür, dass man diese Kompetenzen in Form von Leistungserbringung zeigt. Also Kompetenzen sind eine Art Disposition, die eben genetisch oder durch Prägung oder durch Bildung, durch Erziehung, durch Lernen gewonnen werden kann. Kompetenzen sind erlernbar. Das ist halt der speziell, da sehen Sie, das ist die Wikipedia, der Wikipedia-Artikel zu Kompetenzen, speziell in Pädagogik. Hier fokussiert man auf das, was erlernbar ist, weil alles andere natürlich nicht in der Reichweite der Pädagogik ist. Also ganz logisch. Aber das ist eben ein Punkt, der anderswo, der Kompetenzbegriff, wenn jemand ein Naturtalent ist in irgendwas, dann wird man ihm natürlich nicht die Kompetenz darin absprechen. Nur weil es nicht erlernbar ist. Werden in bestimmten Situationen erworben und in ähnlichen Situationen angewandt. Ja, also in der Lernsituation erworben und dann in der Transfersituation angewandt. Und der entscheidende Punkt, den ich hier draus ziehe, ist auch sehr konkret und operationalisierbar. Also man kann was draus machen. Also ja, operationalisierbar in diesem Kontext. So, und Sie finden da auch, was Kompetenzen sein soll, eine Verknüpfung von Wissen und Können. Früher gab es dafür auch diesen schönen Begriff Sachverstand, den ich schon, glaube ich, lange nicht mehr gehört habe. Was ist Können? Fähigkeiten und Fertigkeiten. Nach meinem Verständnis ist der Unterschied der, Fertigkeiten ist irgendwas, was man sozusagen automatisiert macht, so wie Fahrradfahren. Und Fähigkeiten ist nach meinem Verständnis etwas, damit ist eher typischerweise etwas Höheres gemeint, wo man auch ein bisschen überlegen, reflektieren muss. Aber der entscheidende Punkt ist eben hier, Wissen allein ist noch keine Kompetenz. Ja, Fähigkeit, ja, sondern es muss hier irgendwie zusammenkommen. Oh, was ist jetzt Lehrerkompetenz? Also heute würde man natürlich von Lehrkräftekompetenz her sprechen. Verfügen über Wissensbestände, ja, sollten Sie. Handlungsroutinen, ja, also vieles, wie man halt so schön sagt, in Fleisch und Blut übergehen, nicht? Also vieles wird ja dann einfach zur Routine, Reflexionsform, dass Sie halt Ihre eigenen Reflexionsformen ausgebildet haben, wie Sie nach einer Unterrichtsstunde dann nochmal über diese Unterrichtsstunde nachdenken oder wie Sie über einzelne Schüler und Schülerinnen nachdenken oder Ihr Verhalten gegenüber einzelnen Schülern und Schülerinnen und so weiter. Zweckangemessen und situationsangemessen, klar. Einstiegige Profession, nach meinem Verständnis damit die Profession gemeint, Lehrkraft an einer Schule zu sein. Also Wissenschaft und Profession. Mehr hat der Herr Humbert dazu nicht, aber ich denke, das ist auch okay, wie gesagt, denn das ganze Studium geht ja um Kompetenzen. Sozusagen das, was der Herr Humbert jetzt zusammengefasst hat, dann auseinanderdividiert. Situativ flexibel anwendbare Routinen, das ist das, was wir eben auf der letzten Folie hatten, Handlungsroutinen nochmal aufgegriffen, nicht? Ist offensichtlich sehr wichtig. Aber man weiß wenig dazu. Es ist mehr so Erfahrungswissen, nicht? Es ist mehr so etwas, was man nicht so richtig lehren kann, sondern wofür es so Best Practice Circle gibt, dass sich Lehrkräfte zusammensetzen, sei es sehr homogen, selbe Schule, selbes Schulfach oder sei es heterogen, verschiedene Schulen, verschiedene
verschiedene Schulfächer, vielleicht sogar aus verschiedenen Nationen, aus verschiedenen Kulturkreisen, wie auch immer, dass man sich dann austauscht, wie macht ihr das, wie machen wir das, wie kann man das in Zukunft, wie kann man in Zukunft von euch lernen und so weiter. Aber so als Lehrinhalte, als Art Curriculum, solche situativ flexibel anwendbaren Routinen, da ist meines Wissens und auch in diesem Buch nicht so viel unbedingt bekannt. Und er stellt dann ein dreistufiges Kompetenzentwicklungsmodell vor. Ja, ich glaube, zu dieser Formulierung, das ist eine wörtliche Formulierung, ein wörtliches Zitat. Da brauche ich, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen, was das heißt. Das kennen Sie ja vielleicht auch. Hängt natürlich immer von der Situation ab. Ja, in Informatik in Hessen ist das sicherlich relativ leicht, weil Sie ja nur Schülerinnen und Schüler ab einem gewissen Alter haben und nur freiwillig und eher weniger in Brennpunktschulen und so weiter. Also erstmal im Klassenzimmer zu überleben, das ist es interessant, nicht, dass das hier als erste Stufe eines Kompetenzentwicklungsmodells, also eines Kompetenzmodells dann letztendlich, wenn es entwickelt ist, dann gesehen wird. Muss man sich aber klar machen, dass das vielleicht auch gar nicht so falsch gedacht ist. Beherrschung, Gestaltung von Unterricht, dass man dahin kommt, dass das sozusagen, dass das Überleben im Klassenzimmer nicht mehr die Schulstunde prägt, sondern dass die Schulstunde geprägt wird eben durch die Beherrschung und Gestaltung des Unterrichts, bis auf kleine Ausrutscher, wo es mal wieder in den Überlebenskampf geht. Und dann noch ein Punkt, der sicherlich wirklich auch erst mit der Zeit wirklich kommen kann, nicht insbesondere in größeren Kursen, in größeren Klassen ein Problem, eingehen auf die individuellen Probleme der Schülerinnen und Schüler. Erzieherische Verantwortung wird jetzt in Informatik sicherlich weniger im Zentrum stehen und im Gymnasium und in Berufsschulen weniger im Zentrum stehen als in anderen Bereichen der Schulbildung. Aber natürlich ist es nie ganz abseits auch von erzieherischer Verantwortung. Ja, beziehungsweise Sie als Lehrkräfte Informatik haben vielleicht noch mal eine besondere erzieherische Verantwortung, wenn es Umgang mit sozialen Medien und Ähnliches geht. So, Überleben im Klassenzimmer. Da sind Sie sich selbst das Problem, kann man so sagen, nicht. Hier ist die Unterrichtssituation das Problem, dass sie eben von einem Abwehrkampf, vom defensiven Abwehrkampf hinkommen, die Situation zu beherrschen und hier dann auch in der dritten Stufe dann tatsächlich zu einer pädagogischen Perspektive kommen können. So, forschendes Lehren ist jetzt das letzte Thema hier von Herrn Humbert, was ich hier berichten möchte. Den eigenen Alltag mit wissenschaftlichen Methoden untersuchen. Das ist wichtig. Es ist nicht forschendes Lernen gemeint. Oft genug ist es auch so, dass der Begriff forschendes Lehren als Synonym verwendet wird mit forschendem Lernen. Das ist hier nicht gemeint, sondern gemeint ist eben das, was oben im ersten Satz steht, dass Sie sozusagen Ihre eigene wissenschaftliche Begleitung sind. Natürlich nur in einem gewissen Maß. Ja, Sie können ja, erstens mal haben Sie nicht beliebig viel Zeit, zweitens haben Sie nicht beliebig viel Daten und drittens gibt es auch nicht beliebig viel Grund für tiefgehende wissenschaftliche Überlegungen. Aber so ein bisschen, dass Sie halt auch quantitativ schauen, wie sieht es dann eigentlich aus mit Ihrer Klasse und so weiter. Ja, Sachen, die man eigentlich auch selber an die man auch selber denken würde, ohne dass hier diese Forderung erhoben wird, aber oft genug dann eben nicht weitreichend ist. Und hier ist eben die Forderung, da sozusagen nochmal den Extraschritt zu gehen. Gut, wird häufig auch anders verwendet, haben wir gehabt. So, wir müssen uns klar darüber sein, gerade für Studierende, die kein Fach in den Geistes-Gesellschaftswissenschaften haben,
Wobei, wenn ich es richtig sehe, bei uns an der TU Darmstadt gibt es ja Fächer Philosophie, Ethik, Geschichte und Deutsch. Die haben natürlich auch nur teilweise, da kommen sie natürlich auch nur im Studium teilweise mit der Arbeit von empirischen Sozialwissenschaften in Berührung, wenn überhaupt, wenn dann eher in der Pädagogik, nicht? Da sollten Sie hoffentlich, das ist ja eine empirisch arbeitende Sozialwissenschaft, da sollten Sie hoffentlich sehr intensiv mit dem Arbeiten einer empirischen Sozialwissenschaft zugange sein. Da sollten Sie, wenn Sie da schon entsprechende Lehrveranstaltungen belegt haben oder anderswoher Vorwissen haben, sollte Ihnen klar sein, dass das anders ist als beispielsweise in MINT-Fächern bei Forschungsmethoden, wobei man in den MINT-Fächern da durchaus auch sozialwissenschaftlich anarbeiten kann und sollte. Denken Sie beispielsweise an Nutzerstudien. So, wir haben einerseits quantitative Herangehensweise, was in erster Linie in den Sozialwissenschaften Statistik heißt. Auch ein paar andere Themen kommen noch vor, aber in erster Linie heißt es Statistik, soweit ich das überblicken kann. Daneben gibt es etwas, was in den MINT-Fächern vielleicht weniger wichtig ist und weniger häufig gemacht wird, nämlich qualitativ zu arbeiten. Ja, zum Beispiel es gibt verschiedenste Interviewtechniken, wissenschaftliche Interviewtechniken, die eben nicht das Ziel haben, am Ende ein quantitatives Ergebnis zu haben, eine Statistik zu haben. So und so viel Prozent der Befragten, der Interviewten haben das und das beantwortet oder so etwas, sondern wo die Anzahl der Interviews, weil sie eben auch in die Tiefe gehen, einfach zu wenige sind, um sie statistisch auszuwerten und auch eine andere Zielsetzung haben als nur eine statistische Auswertung, die ja immer in gewisser Weise oberflächlich bleiben muss. Ja, also eher um Erkenntnisse zu gewinnen, die dann eben nicht statistisch belastbar sind. Muss man damit eben entsprechend umgehen, dass sie, was die Validität dieser Ergebnisse ist, wo man aber auch bei Statistiken sagen muss, die Validität der Ergebnisse muss man immer hinterfragen. Oh, also nicht unbedingt repräsentativ, das ist auch nochmal wichtig. Nur wenige Leute befragt. Nutzerstudien beispielsweise können Sie quantitativ auch in der Informatik machen. Wenn Sie sehr viele Nutzer und Nutzerinnen haben, wird Ihnen ja gar nichts anderes übrig bleiben. Gut, vielleicht sind wir jetzt so weit, dass irgendwelche KI-Tools auch für Tausende oder Millionen Nutzer und Nutzerinnen solche tiefen Interviews oder sowas durchführen können und daraus dann statistische Ableitungen machen können. Das weiß ich nicht, ist vielleicht nur noch eine Frage der Zeit, bis es auch das möglich ist. Aber zunächst mal qualitativ und quantitativ stehen in einem Gegensatz, denn für quantitativ braucht man viele und für qualitativ hat man nur Zeit für wenige. So, hier möchte ich noch ein anderes Buch ansprechen, nicht nur das Buch von Herrn Humbert. Strategien und Methoden der Unterrichtsforschung. Also, wir können in verschiedener Art und Weisen Unterrichtsforschung betreiben. Und intuitiv würden Sie, wenn Sie Ihren eigenen Unterricht reflektieren, wahrscheinlich alle von denen mal in der einen oder anderen Form auch so mitdenken. Umso wichtiger ist es, das mal vielleicht hier explizit zu besprechen, sodass Sie auf einem höheren Level dann reflektiert über Ihren Unterricht nachdenken können. Da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Methodenorientiert, was es halt schon sehr lange gibt, dass Sie da eben sowas versuchen herzukriegen, dass sie den Unterricht kleinteilig, kleinschrittig unterteilen in einzelne Schritte und da versuchen, möglichst viel Standardisierung reinzubringen, was natürlich so seine Grenzen hat, wie Sie natürlich wissen. Also wenn man einer Methode folgt, ja, irgendeiner Methode wie Gruppenarbeit, wie Projektunterricht oder etwas, dass man dann versucht, dass der methodenorientierte Ansatz möglichst viel Kontrolle
zu behalten. Was gerade bei so Sachen wie Projektunterricht, die ja eigentlich mehr Freiraum bieten sollen, natürlich in einem gewissen Widerspruch zueinander steht. Produktorientiert, das ist vielleicht ein bisschen despektierlicher Ausdruck, aber ich habe ihn so wörtlich übernommen, wie er da steht. Denn das Produkt sind dann die Schülerinnen und Schüler, beziehungsweise deren erworbene Kompetenzen. Kann man Produkt nennen, muss man nicht unbedingt Produkt nennen. Unterricht ist gut, wenn das Ergebnis stimmt. Ja, das ist natürlich dann eigentlich auch die einfachste Möglichkeit. Also kein das, was wir eben hatten, methodenorientiert, das könnte man mit Begriffen aus der Informatik als Whitebox bezeichnen. Und das ist hier sozusagen Blackbox. Man guckt gar nicht in den Unterricht hinein, sondern guckt hinterher, was es herausbekommt. Prozessorientiert ist eben, man nimmt einfach schon irgendwelche Methoden und Leitlinien und so weiter, die schon in der Wissenschaft als positiv gesehen werden und wendet die einfach relativ blindlings mit relativ wenig eigener Forschung an. Eigene Forschung wäre dann vielleicht zu testen, ob das, was die Wissenschaft vorhersagt, ob das dann auch tatsächlich in ihrer Klasse bei ihren Schülerinnen und Schülern eingetreten ist. Das heißt, so würde ich das sehen, prozessorientiert ist, also das ist jetzt meine Interpretation, wie gesagt, ist eine Form von produktorientiert, wo das schon vorgelagert ist, wo die produktorientierte Arbeit schon gemacht worden ist von wissenschaftlich arbeitenden Menschen vorher. Jetzt gibt es noch eine andere und wichtige Unterscheidung, wo eine Ausprägung Variablen zentriert ist, Indikatoren, nicht? Also zum Beispiel, wie gut kann jemand auf eine bestimmte Art von Frage antworten? Wie gut können die Leute die quadratische Ergänzung in der Mathematik durchführen oder so etwas? Beziehungsweise, wenn es dann um Unterricht geht, wie gut kommt in dem Ansatz die Präsentation rüber? Wie gut ist die Klasse geführt, ohne dass es gleich wieder zum Überlebenskampf kommt und so weiter und so fort. Und der Punkt ist, das macht man natürlich nicht als Selbstzweck, sondern am Ende will man natürlich wieder den Selbstlernerfolg messen. Produktorientiert sind wir da also. Und den in Zusammenhang zu bringen mit solchen einzelnen Indikatoren, dass man sagt, okay, hier haben wir jetzt eine besonders gute Präsentation, eine besonders schlechte Klassenführung, aber trotzdem guten Lernerfolg. Also scheint die Präsentation wichtiger als die Klassenführung zu sein. Solche Schlussfolgerungen in dieser Art vielleicht. Dass man dann hinterher daraus schließen kann, also wenn man solche Korrelationen hat, dass man dann daraus schließen kann, okay, wenn ich wieder genau so vorgehe, wie die Schlussfolgerungen waren, dann wahrscheinlich wieder der Unterricht gut sein, wird einen guten Lernerfolg haben. Problem ist natürlich, dass Korrelation ein viel zu einfacher Maßstab ist. Was ist eine Korrelation? Eine Korrelation zwischen zwei Messgrößen, so wie hier beispielsweise Klarheit der Präsentation und Lernerfolg. Ja? Eine Korrelation zwischen den beiden misst auf einer Skala zwischen minus 1 und plus 1, wie nah dieser Zusammenhang an der Linearität ist. Also plus 1 heißt exakt positiver linearer Zusammenhang, eine Gerade durch den Nullpunkt, also alle Punkte liegen auf derselben Gerade durch den Nullpunkt mit positiver Steigung. Korrelation minus 1 heißt, alle Messpunkte, aufgefasst als zweidimensionale Punkte, liegen perfekt auf einer Gerade mit negativer Steigung. Also je klarer die Präsentation, umso schlechter der Lernerfolg. Sozusagen wäre eine negative Korrelation mit Korrelationskoeffizient minus 1. Aber es ist zwar gängig, weil es auch einfach möglich ist und weil es in allen Statistikpaketen eingebaut ist und so weiter. Es ist gängig, Korrelation zu verwenden, aber eigentlich nur wirklich sinnvoll bei linearen Zusammenhängen. Und wir haben nun mal in der Schule
Außer in dem Mathematikstoff, in Vektorgeometrie haben wir eigentlich keine linearen Zusammenhänge in der Schule, nicht im Unterricht, nicht in der Unterrichtssituation, in der Klassensituation. Die ganzen Kenngrößen, die ganzen Indikatoren sind in hochgradig nicht linearem Zusammenhang zueinander. So, jetzt hatten wir eben Variablen zentriert, also Indikatoren, die man misst und korreliert mit dem Lernerfolg. Jetzt Personen zentriert, das ist eher qualitativ vielleicht, also da wird es schwierig werden, quantitativ sinnvoll zu arbeiten. Betonung liegt auf dem Wort sinnvoll, denn natürlich kann man immer quantitativ arbeiten, aber ob es sinnvoll ist, ist dann immer die Frage. Lehrende mit gutem Lernerfolg identifizieren und gucken, was die anders machen. Und da sind wir wieder beim Thema Best Practice, nicht? Und das dann eben weiter kommunizieren. Und hier ist vielleicht ein interessanter Punkt. Moment. So, Fortsetzung. Aufzeichnung fortgesetzt, Vorlesung fortgesetzt. Eben, dass es nicht der Unterricht als Ganze in den Blick genommen wird, sondern versucht wird, einzelne Best-Practice-Beispiele herzunehmen. Also welche Tricks und Kniffe hat diese Lehrkraft drauf? Oder vielleicht ist es nur ein einziger Trick, den diese Lehrkraft anderen voraus hat und die man dann übernehmen kann. So, das war jetzt variablenzentriert und personenzentriert, sozialisationstheoretisch. Da geht man natürlich von der unumstößlichen Tatsache aus, dass man nicht einzelne Ursachen extrahieren, isolieren kann, sondern dass eben auch sogar außerhalb der Schule, nicht nur innerhalb der Schule, alle möglichen verschiedenen Punkte wichtig sind und dass man von vornherein gar nicht versucht, den Unterricht zu verstehen und zu bewerten, ohne diese ganzen Punkte mit zu berücksichtigen. Ist natürlich die auf der einen Seite von der Grundlogik her die beste Möglichkeit, auf der anderen Seite natürlich die am schwierigsten umzusetzende Möglichkeit, beziehungsweise häufig genug praktisch unmöglich, da so umzusetzen, dass man, dass es nicht am Ende darauf hinausläuft, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Also so etwas wie ganzheitliche Betrachtung und eben keine einzelnen isolierten Indikatoren. Gut, ja, kann ich Ihnen auch nicht viel dazu sagen. Das sind halt die Punkte, die man so im Kopf haben sollte. Sie werden sicherlich immer ein bisschen methodenorientiert denken, ein bisschen personenorientiert denken, produktorientiert denken, personenzentriert und so weiter, sozialisationstheoretisch. Wichtig ist es sicherlich, das mal hier gesehen und reflektiert zu haben. Vielleicht kommen wir ja, wenn bei den Unterrichtsversuchen dann nochmal darauf zurück, dass entsprechend nochmal auf Basis dieser verschiedenen Ansätze zu reflektieren. So, forschendes Lehren. Hier ist ein Begriff durchaus wichtig im Bereich forschendes Lehren, wo ich mich jetzt auch von den Quellen, die ich bisher zitiert habe, etwas entferne. Die didaktische Rekonstruktion, wo ich zwei Quellen vor allem erstmal hergenommen habe, um das hier aufzuarbeiten. Was heißt Rekonstruktion? Das hatten wir auch bei den Unterrichtsentwürfen, die Sachanalyse und die didaktische Analyse. Wir reden hier im Prinzip eigentlich von der didaktischen Analyse im Unterrichtsentwurf, nämlich das. Ja, so die fachwissenschaftlichen oder fachprofessionellen Inhalte sind natürlich nicht erstmal nicht so aufbereitet fürs Lernen, fürs Lehren, sondern das müssen Sie als Lehrkraft beziehungsweise diejenigen, die die fachdidaktische Quellen, Lehrbücher und so weiter schreiben, diesen Schritt müssen Sie tun und das nennt man auch Rekonstruktion. Das ist Teil der pädagogischen Zielsetzung. Also den Begriff hergestellt habe ich jetzt von einer von den beiden Quellen hergenommen. Ich weiß jetzt nicht von welcher. Und mir scheint, dass hier der Begriff hergestellt synonym zu konstruiert oder rekonstruiert
verwendet wird. Also, was heißt denn das jetzt, diese fachdidaktische Aufbereitung? Und eben, wir sind jetzt hier eben einen Schritt weiter, dass wir nicht einfach nur den Unterricht aufbereiten, sondern eben, dass wir versuchen, das ganze Wissenschaft, unsere eigene Vorbereitung des Unterrichts wissenschaftlich, nicht nur die Vorbereitung, sondern auch hinterher die Auswertung wissenschaftlich zu begleiten. Das ist natürlich das Grundproblem erst einmal, dass Sie diesen Schritt machen müssen, dass Sie das für den Unterricht aufbereiten müssen. Gut, wenn Sie sich sklavisch an ein Lehrbuch halten, dann müssen Sie das nicht tun, aber dann muss das Lehrbuch auch schon verdammt gut sein. Nicht alle Lehrbücher sind so gut, nicht? So, was ist der Grundgedanken, dass man bei dem Ansatz der didaktischen Rekonstruktion, der Grundgedanke ist, dass man dieses beides gleichrangig mit hineinnimmt, also dass man eben nicht sich verliert in der fachlichen Seite und das Alltagswissen erstmal aus dem Auge verliert und dann fällt einem hinterher ein, ach so, richtig, Verknüpfung mit Alltagswissen soll ja auch noch irgendwie reinkommen, sondern dass man das von vornherein gleich mitdenkt oder sogar einen Schritt umgekehrt geht, dass man nicht vom Fachwissen ausgeht und dann und dass sich dann irgendwann später Gedanken macht, ach ja, richtig, Alltagswissen muss noch da irgendwie mit integriert werden, sondern umgekehrt vom Alltagswissen ausgehend und dann das Fachwissen da hinein zu integrieren. Wie ist der Vorschlag, wie man da im Rahmen dieses Ansatzes vorgeht? Natürlich auch die fachliche Klärung. Erstmal klären, worum es eigentlich geht. Andererseits auch die Lernperspektiven. Beides ist natürlich, sollte eigentlich auch empirisch erforscht werden, müssen Sie aber natürlich nicht selber tun, sollte eigentlich meistens schon vorhanden sein. Beides dann miteinander zusammenführen. Ist natürlich kein strikter Ablauf vorgegeben, wie das miteinander zusammengeführt werden soll, sondern wenn Sie anfangen, die Sachen miteinander zu strukturieren, dann kann es sein, dass Sie wieder zurückkommen in im Ablauf, im Prozessablauf an einer vorherigen Stufe und da noch mal ein bisschen mehr klären müssen. Oh, Befragungen der Lernenden. Hier, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ja, das ist Ihnen vertraut als Studierende. Ja, Feedback-Aktion. Jetzt ist gerade wieder die Studierendenumfrage der TU Darmstadt. Läuft gerade, ich glaube, alle 2 Jahre. Aber seien Sie gewarnt, es gibt inzwischen eine ausgereifte Studienlage da über die Aussagekraft von solchen studentischen Evaluationen oder auch dann in der Schule entsprechend Befragungen, wie gut die Schülerinnen und Schüler das dieses oder jenes fanden. Und diese wissenschaftliche Studienlage ist im Grunde niederschmetternd. Das korrespondiert auch dazu, um einen vernünftigen Fragebogen zu basteln, reicht es nicht, mal 3 Stunden Brainstorming zu machen, sondern in der Psychologie gehen für Umfragen teilweise ganze Dissertationen drauf, um zu einem bestimmten Thema eine valide und reliable Umfrage, einen entsprechenden Umfragebogen zu basteln. Ja, und wenn man das eben nicht macht, und das macht man in der Regel nicht, auch in der TU Darmstadt meines Wissens nicht, dann kommt eben die Problematik heraus, was Sie zum Beispiel hier sehen, was ich jetzt nicht weiter durchgehen will. Oder auch in diesem Punkt hier, Student Evaluation of Teaching Ratings and Student Learning are not related. Also genau gesagt, wenn ich mich recht entsinne an die Arbeit, finden Sie keinen ordentlichen Korrelationskoeffizienten, also sie sind nicht correlated. Aber das heißt ganz klipp und klar, ich meine, wir sind hier kein Wellnesshotel, sondern wir sind hier eine Bildungsanstalt. Und da sollte natürlich Student Learning der wichtigste Punkt sein. Und die gefestigte Studienlage sagt,
so wie wir Studierendenbefragungen machen und genau dasselbe natürlich mit Schüler- und Schülerinnenbefragungen oder ähnliches im Marketing oder wo, da kann man nicht davon ausgehen, dass das irgendeine Aussagekraft hat zu dem, was man eigentlich wissen will. Ja, wenn überhaupt, dann hat natürlich die Abschlussprüfung eine Aussage vorausgesetzt, dass die Abschlussprüfung wirklich geeignet gestaltet ist, um das zu prüfen, was sie eigentlich prüfen soll. Hier zum Beispiel noch ein weiterer Punkt, eine Universität, die aufgrund der Studienlage dazu übergegangen ist, keine Konsequenzen mehr aus Studierendenbefragungen zu machen. So, wenn Sie weiteres dazu interessiert, wenn Sie beim an Thema Evaluationen, Umfragen interessiert sind, dann kann ich Ihnen beispielsweise diesen Artikel empfehlen, wobei ich eher Ihnen den englischsprachigen Artikel empfehlen würde. Wenn Sie beide nebeneinander liegen, glaube ich, sehen Sie sofort, warum ich den englischsprachigen und nicht den deutschsprachigen empfehle. Ja, und das, was ich eben auch schon vorweggenommen habe, Erstellung von aussagekräftigen Fragebögen, also man redet dort von valide und reliabel. Valide heißt, dass sie das messen, was sie messen sollen. Was erstmal zur Voraussetzung hat, dass man überhaupt definiert, was man messen will. Daran hapert es ja schon bei solchen Studierendenbefragungen oder Schüler- und Schülerbefragungen, dass man einfach so irgendwelche Fragen formuliert, dass man gar nicht überhaupt vorher definiert, was will ich eigentlich wissen, weil ob ein Fragebogen eine Umfrage valide und reliabel ist, also valide erst einmal ist. Ob eine Umfrage valide ist, das ist nur definiert in Bezug auf das Ziel der Umfrage. Wenn man das Ziel der Umfrage sich gar nicht überlegt, dann kann man überhaupt nicht von Validität sprechen. Das wäre ein Kategorienfehler. Reliabilität ist in gewisser Weise Wiederholbarkeit, was auch nicht gegeben ist. Also von einer Woche zur nächsten Woche studentische Befragungen können sehr unterschiedliche Ergebnisse bringen, je nach Änderung der Situation von einer Woche zur nächsten. Ja, das ist leider die niederschmetternde Schlussfolgerung. So, jetzt sind wir noch nicht ganz mit der Zeit zu Ende, aber fast sind wir mit der Zeit zu Ende. So dass ich jetzt nicht denke, dass es Sinn macht, noch mal einen völlig anderen Abschnitt da noch kurz einzusteigen, bevor die Zeit um ist. Hier geht es jetzt um was völlig anderes, nämlich um kognitive Psychologie. Einen kleinen Ausflug da hinein. Nur einen sehr kleinen natürlich, weil es ja wirklich auch nur ein Randthema in unserer Lehrveranstaltung ist. Ich hatte ja schon gesagt, dass dieses Kapitel 4 so ein bisschen Sammelsurium ist. Alles, was nicht notwendig ist für Ihre Unterrichtsentwürfe und Versuche hier in der Fachdidaktik, ist dann in Kapitel 4 gelandet. Erst ganz am Ende, weil das, was wichtig ist, damit das an den Anfang kommen kann. So, dann bin ich also für heute mit der Vorlesung durch, werde die Aufzeichnung jetzt beenden.